Herzlich willkommen zur allerersten Teeverkostung von Teeaddicts. Mein Name ist Jürgen und ich möchte heute mit euch einen Yan Hung Snails verkosten. Das ist ein schwarzer Tee aus dem Südwesten von China und dafür habe ich hier schon mal heißes Wasser vorbereitet. Das hat soeben gekocht und davon nehme ich ca. 200 Milliliter und ungefähr 2,5 Gramm von den Yan Hung Snails da drauf und dann soll das Ganze 3 Minuten ziehen. Und während der Tee zieht, schauen wir uns den schon mal an. Und wir können natürlich sehen, das ist eine ganz wunderbare goldgelbe Farbe. Sieht ganz schön aus. Und wenn man sich die einzelnen Blätter anschaut, dann sieht man, dass sie zu so kleinen Kringeln zusammengerollt sind. Daher auch der Name Yan Hung Snails. Und wenn man dran riecht, bekommt man so Noten von Malz, würde ich sagen. Also schon mal ein ganz angenehmer erster Eindruck. Sehr, sehr schön anzuschauen. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der Tee fertig gezogen hat. Und dann probieren wir ihn auch. So, jetzt ist die Ziehzeit fast rum und wie wir sehen können, haben sich die Blätter alle ganz wunderbar entfaltet und sind aufgegangen. Und nach den 3 Minuten Ziehzeit gieße ich den Tee hier in den Dekanter ab, damit er nicht mehr weiterzieht. Und dann sehen wir schon eine ganz, ganz schöne rot-goldene Farbe. Und bevor ich ihn jetzt gleich probiere, möchte ich nochmal hier mir das Blatt ein bisschen genauer anschauen. Leichte Rauchnoten riecht man da im aufgegossenen Blatt. Und wenn man sich jetzt hier die Blätter rausnimmt und sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man One Leaf, One Bud. Das oberste Blatt und die dazugehörige Blattknospe wurden gepflückt und das wirklich durchgehend. Also das ist eine absolute Top-Gradierung. Und der allererste Schluck, also es ist noch ein bisschen heiß zum Trinken, aber der allererste Schluck sagt schon, schmeckt super. Der Tee duftet ganz wunderbar, der schmeckt hervorragend, der sieht super aus. Diese Noten von Malz, die ziehen sich auf jeden Fall wie so ein roter Faden durch den Tee durch. Finde ich ganz angenehm. Ganz wunderbar, mild, man muss nicht lange auf den Geschmack warten. So sekundär würde ich sagen, kommt dann so ein bisschen getrocknete Frucht und Geschmack mit raus. Also ein sehr, sehr leckerer Tee, den ich mir sowohl zu herzhaften Speisen als auch für sich allein zum puren Genuss vorstellen kann. Wir bei Teeaddicts haben dem Tee im Durchschnitt 95,5 Punkte von 100 möglichen gegeben. Das ist ein absolut hervorragendes Ergebnis, eine exzellente Qualität, die dem Tee absolut gerecht wird. Und ein absoluter Alleskönner. Ich würde sagen, probiert ihn selber aus. Ich hoffe, euch hat unsere erste Verkostungssession gefallen und war schön kurzweilig. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder mit rein. Ich sage Tschüss und genießt euren Tee.